Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Fire, bei der ich ein Wagnis wagen möchte. So, wir nehmen den Stöpsel mal als Mensch und probieren, ob wir den da reinrammeln können. Fump. Okay. Wir haben das letzte Mal, als wir die Blume bestäuben wollten, hat der uns gefressen. Können wir die Blume jetzt bestäuben? Wir probieren es mal als Käfer, war das, ne? Ich glaube zwar, dass hier noch irgendwas fehlt, denn wir müssen ja die Bäume auch irgendwie umstellen. Aber ich bin mir nicht sicher, was, denn hier geht jetzt immer... das zu. Und irgendwas ist mit dieser Tatze auch. Aber er sagt ja auch, hat überhaupt nichts dazu. Wir probieren es erstmal jetzt als Käfer nochmal die Blume zu bestäuben. Dafür holen wir uns hier vorn köstliche Pollen. Mir fällt es jetzt auf, dass die Musik sich auch anpasst. Jetzt hört sie sich gesurrt an. Hört mal. Super. Echt cooles Detail. Juhu, glaube ich. Bum bum ist unsere Errungenschaft. Jetzt können wir die Blume auch bestäuben. Wozu das auch immer gut sein wird, ich weiß es tatsächlich nicht wirklich. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Hand unten oder oben sein sollte. Können wir nicht einfach als Fliege das Ding jetzt hier wegnehmen oder als Biene oder was auch immer? Den Stein können wir nicht wegnehmen. Ich glaube, das war tatsächlich nur dazu da, damit der Stein rausfällt. Aber was ich noch testen wollte, ob wir als Biene hier oben... können wir eigentlich hier was machen mit dem Ding? Nee. Ob wir als Biene hier rein können? Nee, weiß ja auch nicht, was das soll. Und hier rein? Nein. Und hier? Gut. Ich habe fast das Gefühl, dass das als Biene unsere Aufgabe jetzt schon war, die wir erledigen sollten. Oder? Sie stellt sich nur hier hin. Wir probieren es mal weiter. Ich überlege gerade, mit wem von allen. Die Maus würde ich noch nicht probieren. Den Menschen hatten wir gerade eben. Das ist die Maus. Das Bärending und der Käfer. Wir probieren mal das Bärending. So. An ihm selber können wir auch nichts machen. Wir konnten hier nicht rein, richtig? Das ist richtig. Er kann sich hier oben hinstellen. Können wir den mit dem Ast eins überbraten? Halt. Geht hier dadurch das Ding weiter? So, stell dich nochmal hier hin. Wo ist der jetzt?
Der ist da hinten. Es tut mir leid, dass ich immer so oft hin und her jetzt gehen muss, aber ich glaube, wir brauchen entweder ein oder zweimal noch. Eins, zwei. Nein, das war einmal zu viel. Oh, hätte ich es doch gleich richtig geguckt. Also, eins nach rechts, eins nach hinten und eins rüber. Shit, ich hätte das eins rüber nicht machen sollen. Gut. Eins nach rechts, eins nach hinten. Jetzt gehst du hier rüber. Nee, einmal brauchen wir noch. Nein, Entschuldigung, Entschuldigung. Schnell zurück, wieder da drauf und bams. Und jetzt müsste er eigentlich... Wieso geht das nicht? Ach shit, weil der ja... Jetzt ist der rechts wieder ein Stück weiter, stimmt. Okay. Jetzt gucken wir nochmal ordentlich hin. Ja, wir brauchen... Er hat die richtige Position. Und dann gibt es eins, zwei, drei... Falsche. Gut. Und hier gibt es die richtige Position und eins, zwei, drei falsche. Das heißt, er hat, bis er auf der richtigen Position ist, eins, zwei Dreher. Jetzt den hinteren Dreher. Das ist gerade komplizierter. Was? Moment, wir gehen mal hier hoch. Wenn ich ihn jetzt drehe, haut es da nicht hin? Der hatte hier noch eine Zwischenposition. Ach, shit. So, dann gehen wir also doch nochmal hier hoch. Einmal gegen den Kopf, einmal runter. Wieso ist er denn richtig? Ich fasse es nicht. So. Wir gehen nochmal hier nach oben. Jetzt ist der Ast rechts. Jetzt ist der Ast rechts hinten. Und wenn ich jetzt runtergehe, ist der hier in der falschen Position. Deswegen ist er jetzt richtig. Stimmt es? Nein, jetzt ist der Ast hinten. Das wäre die richtige Position gewesen. Warum kann ich mir das gerade so ultra schlecht merken? So. Richtige Position. Eins. Zwei. Drei. Vier. Danke dem Herrn. Super, jetzt wird das nicht mehr berührt, dieser Baum an der Stelle. Ich bin so behämmert, oder? Ich bin wirklich so behämmert. Jetzt gerade, als ich mir vorgestellt habe, wie die Maus hier drüber geht, ich fasse mir gerade an die Stirn nebenbei, falls man das hört. Mir ist gerade aufgefallen, die Maus läuft doch hier rüber. Und dann springt sie und springt auf diesen Ast. Das heißt... Gott... Das heißt, dieser Ast ist richtig hier an der Stelle. Und jetzt müssen wir den hier einfach nur noch zweimal drehen, glaube ich. Eins, zwei. Jetzt ist es richtig. Gott, bin ich bescheuert. Entschuldigung. Eigentlich müsste es das jetzt sein, glaube ich, weil die Maus ist hier runtergefallen. Das heißt, sie müsste hier weiterlaufen. Eventuell geht sie dann hier hoch zu den Eichhörnchen darüber. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob die Hand hier runter muss. Oder die Hand zugreift. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hier irgendwie schlittert sie rüber. Ich habe, was mich ein bisschen beunruhigt, glaube ich, nicht ein einziges Münzchen gefunden. Doch, ich habe eine gefunden. Und zwar die hinten bei der Maus war. Und wo wir jetzt bei der Maus sind, verwandeln wir uns doch gleich nochmal in eine.
So. Hier rüber. Und hier nochmal durch. Müssen wir das jetzt nochmal machen? Gott sei Dank. Okay. Hat sich der Ast jetzt um eins weiter nach rechts gedreht? Der Baum mit der Maus. Oh Gott. Der Baum mit der Maus dreht sich also nochmal nach rechts. Und müsste in diesem Augenblick... Oh Gott. Nochmal hier rein. So, der Baum muss also nach links gerichtet sein. Er hat zwei Drehungen gemacht. Und der hier hat ebenso zwei Drehungen gemacht. Gut. Der Baum ist richtig. Und er müsste, der hier müsste bei zwei Drehungen drüben sein. Das heißt, ich müsste ihn eigentlich... So. Eins, zwei. Drei. Nee, in der Drehung noch mehr. Hier hoch. Bam. So, der Baum kommt quasi hier rüber. Treffen sich. Und der geht wieder nach rechts. Herr im Himmel, lass es das jetzt sein. Gut. Merkt man, dass ich keine Lösung benutze? So, wir werden zur Maus. Gut. Dann nochmal der ganze Spaß hier rüber. Und Daumen drücken. Okay, wie ich schon vermutet habe, der Stein muss, also das Ding muss doch nach oben zeigen, also muss der Stein hier hinten runter. Dann klatscht sie nämlich auf die Blume. Also doch nochmal zurück in die Form des Bären. Ich nenne es mal Bär, ich weiß nicht, was es wirklich sein soll. Oh nein, die Beine wollen wir nicht, die Beine wollen wir. So, dann nimm doch nochmal den Stein. Können wir den wieder drauflegen? Nee, kannst du den Stein so ablegen? Auch nicht. Hier hin? Okay, dann versuchen wir es nochmal als Maus. Sehr gut. Und nochmal in den Bau. Okay. Sie fällt hier einfach nach unten, aber warum? Damit habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht so wirklich gerechnet. Die Hand? Ich habe jetzt gedacht, sie springt auf die Hand und dann hier rüber, aber das tut sie gar nicht. Was übersehe ich hier denn gerade? Boah.
der Blume kann man ja auch gar nichts machen. Ich kann auch als Maus nicht hier rein, nein. Also das ist eigentlich schon alles ganz richtig. Eichhörnchen kann ich nichts machen. Boah, jetzt bin ich aber wirklich total überfragt. Aber die Blume hätte auch nicht... Ich glaube nicht, dass es an der Blume liegt. Ich glaube, es ist... Müssen wir... Aber wozu haben wir den... Wir haben den Stein doch runtergeholt. Damit wir ihn hier hinten hinlegen können. Liebe Leute, ich würde sagen, ich mache noch mal kurz eine Augenpause. Die Folge ist nämlich schon wieder vorbei und wir schauen einfach mal in der nächsten Episode, wie es weitergeht mit diesem Rätsel. Kann ich irgendwas in der Zahnlücke machen? Nee, die ist bloß Schmuck. In der nächsten Episode von Let's Play Fire. Bis dann. Tschüss.